Cyberport präsentiert das Honor Magic Book 14. Mit dem Magic Book 14 bringt Huaweis Untermarke Honor seine eigene Version des Huawei MateBook 14 heraus und gibt dem Notebook einen neuen Anstrich. Was sich beim schicken Notebook alles geändert hat, erfahrt ihr jetzt. Die Spezifikationen. Unser Testgerät misst 32,3 cm Breite, 21,5 cm Tiefe und 1,6 cm Höhe. Das Gewicht beträgt knapp 1,4 kg. Der Bildschirm misst 14 Zoll und löst mit 1920x1080 Pixeln auf. Unter dem Gehäuse arbeitet in unserem Modell ein AMD Ryzen 5 3500U Quad-Core-Prozessor mit 2,1 GHz Grundtakt und 3,7 GHz Turbo-Boost. Ergänzend dazu stehen 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher zur Verfügung. Daten und Anwendungen finden auf einer 256 GB großen NVMe SSD Platz. Beginnen wir mit dem Design. Hier ähnelt das Magic Book 14 dem MateBook 14 von Huawei sehr. Es kommt allerdings in Silber daher und setzt blaue Farbakzente an der Kante des Displaydeckels und beim Honor-Logo auf der Rückseite. Das Alugehäuse ist insgesamt sehr stabil und hochwertig verarbeitet. Das Scharnier ermöglicht es, das Notebook fast um bis zu 180 Grad aufzuklappen. Weiterhin sorgt das geringe Gewicht von 1,4 kg und die Höhe von 1,6 cm für eine gute Mobilität. Uns gefällt das Gehäuse. Sehr gut. Der IPS-Bildschirm ist 14 Zoll groß und löst in Full HD auf. Die daraus entstehende Pixeldichte beträgt 157 ppi, was ausreichend scharf ist. Die Kontrast- und Schwarzwerte sind für die Preisklasse sehr gut. Mit einer Farbraumabdeckung von 66% sRGB liegt es jedoch nur im Mittelfeld. Im Alltag merkt man davon nicht viel, professionelle Bildbearbeitungen sind damit aber nicht möglich. Die maximale Helligkeit von rund 310 Candela pro Quadratmeter reicht aus, um es auch draußen im Schatten zu verwenden. Bei direkter Sonneneinstrahlung ist der Bildschirm eher zu dunkel. Dafür spiegelt das Display nicht und auch die Blickwinkelstabilität überzeugt uns. Insgesamt gerade noch ein sehr gutes Ergebnis. Kommen wir zur Performance. Verbaut wurde hier der AMD Ryzen 5 3500U, welcher von 8 GB nicht erweiterbarem Arbeitsspeicher begleitet wird. Damit läuft das System sehr stabil und bringt einiges an Leistung mit sich. Somit sind Office-Anwendungen, Surfen und Videostreaming kein Problem. Lediglich, wenn viele Programme und Apps gleichzeitig laufen, könnte es zu kleineren Ladezeiten kommen. Für Grafikberechnungen ist eine AMD Vega 8 Grafik integriert. Dadurch sind auch einfache Bildbearbeitungen sowie einige Spiele bei reduzierten Details möglich. Für grafikintensivere Anwendungen ist dieses Modell aber nicht ausgelegt. Dank der verbauten 256 GB großen NVMe SSD läuft und startet das Betriebssystem Windows 10 Home sehr flüssig und schnell. Insgesamt ein gutes Ergebnis. Nun zu den Emissionen. Der Lüfter ist im Leerlauf ausgeschaltet, wodurch das Notebook lautlos arbeitet. Unter Last dreht der Lüfter zwar auf, aber selbst bei Volllast bleibt das Magic Book mit maximal 33 Dezibel noch recht leise. Die Temperaturen sind mit maximal 44 Grad auf der Unterseite ebenfalls auf einem angenehmen Level. Ein sehr gutes Ergebnis. Bei der Peripherie bietet unser Testgerät eine beleuchtete Tastatur, welche zwar einen geringen Tastenhub hat, dafür aber über einen guten Druckpunkt verfügt. Das Touchpad ist schön groß, wodurch es bequem bedient werden kann. Dieses fühlt sich dabei auch angenehm an. Die Kamera ist beim Magic Book in die Tastatur gewandert und kann mit einem Tastendruck ausgeklappt werden. Das hat den Vorteil, dass sie bei Nichtnutzung eingeklappt werden und somit keine Aufnahmen machen kann. Jedoch wird man durch die Positionierung nicht mehr frontal, sondern leicht von unten gefilmt, was unvorteilhaft sein kann. Vollkommen praktisch ist hingegen der Powerbutton mit integriertem Fingerabdruckscanner. Mit einem Druck kann so das Notebook gestartet und entsperrt werden, was im Test zuverlässig klappt. Die Lautsprecher sind aufgrund der Platzierung auf der Unterseite zwar etwas leiser, dafür bieten sie aber einen recht klaren Klang. Ein gutes Ergebnis. Beim Thema Anschlüsse hat sich nicht viel geändert. Mit einer Audiobuchse, einem USB-A 2.0 und einem USB-A 3.0, einem HDMI-Port und einem USB-Typ C 3.1-Anschluss sind die wichtigsten Anschlüsse vorhanden. Kabellose Verbindungen funktionieren über Bluetooth 5.0 und WLAN AC. Daumen hoch! Für den Akkubetrieb ist ein 56 Wattstunden Akku mit 3665 mAh verantwortlich. Bei normaler Nutzung mit mittlerer Helligkeit hält unser Testgerät knappe 10 Stunden durch, was ein guter Wert ist. Für das vollständige Aufladen sind etwa 2 Stunden notwendig. Sehr gut. Unser Fazit.
Das Honor Magic Book 14 überzeugt mit einem schicken Design, einem hellen, kontrastreichen Display, leisem Lüfter und starker Akkulaufzeit. Auch die Hardware im Inneren ist solide, für den Preis sogar sehr gut. Features wie der Fingerabdruckscanner im Powerbutton haben uns ebenfalls überzeugt. Einzige kleine Kritikpunkte sind die geringe Farbraumabdeckung des Displays und die Position der Webcam. Für den Preis von 599 Euro können wir aber wirklich nicht meckern und geben insgesamt 4,5 von 5 Cyberstars.